Und damit herzlich willkommen, Division Universe Let's Play Advance Wars Star Conflict mit dem Bösen Chaos Stroker. Kapitel 3. Hauen wir rein. Kapitel 3 im Dorf. Unser nächstes Ziel ist hier. Hier gibt es ein Dorf. Ein Dorf? Ja, die Stadt selbst ist fast vollständig von Erdbeben und Tsunamis zerstört. Aber die Überlebenden haben in den Ruinen eine Art Dorf gebildet. In diesem Chaos haben sie eine eigene Verwaltung aufgebaut und sich Gesetze gegeben. Gesetze? Hier gibt es doch keinen Staat. Die Welt ist zerstört und es gibt keine Polizei, die einem helfen würde. Gerade darum gibt es im Dorf Gesetze. Man darf nicht töten und nicht stehlen. Sie sind ganz natürlich entstanden, ohne Zwang von außen. Menschen sind von Natur aus erstaunlich gute Wesen. Es ist eine Überlebensstrategie. In einer Gesellschaft, die Töten erlaubt, weiß man nicht, wenn man selbst dran ist. Man kann dann nicht durchschlafen und lebt in ständiger Angst vor seinen Mitmenschen. Es ist viel vorteilhafter, sich auf das Gesetz, du darfst dich töten, zu einigen. Die Menschen denken an ihren Vorteil, auch wenn alles um sie herum in Asche liegt. Das ist mal wieder typisch, Lin. Wo bleibt da das Mitgefühl für andere? Naja, egal. Gehen wir ins Dorf. Dort ist es sicher, Ed. Das Dorf wird euch Zivilisten bestimmt herzlich aufnehmen. Halt, wer da? Keinen Schritt weiter, es sind Gewehre auf euch gerichtet. Ich bin Oberleutnant O'Brien, Kommandeur der unabhängigen Truppe. Ich möchte mit eurem Sprecher reden. Es reicht, wenn du das übermittelst. Ihr gehört nicht zu denen? Ihr wollt nicht unser Dorf angreifen? Das sind bestimmt welche von denen. Die würden kalt lächelnd auch uns. Hört mir mal gut zu, ich bin nicht hier, um mich zu streiten. Ich habe früher mal eurem Sprecher das Leben gerettet. Sagt ihm einfach meinen Namen, bitte. Ich bitte euch. Da ist ja auch ein Jüngerer dabei. Vielleicht sind es doch nicht die. Wartet hier, rührt euch nicht von der Stelle. Mann, oh Mann. Sie sind es, O'Brien, was wollen Sie? Wie ihr da so ankommt, macht ihr den Leuten Angst. Lasst uns in Ruhe und verschwindet. In Ordnung, wenn wir hier fertig sind, sind wir auch gleich weg. Wir haben Zivilisten gerettet, darunter auch ein verletztes Mädchen. Könnt ihr sie aufnehmen? Allein kann ich das nicht entscheiden. Uns geht es selbst nicht sonderlich gut. Ich bitte Sie, helfen Sie ihnen. Unter den Zivilisten gibt es auch Kinder. Sie würden in dieser rauen Welt nicht überleben. Natürlich würden wir gerne helfen, aber realistisch gesehen ist alles andere besser als ihre gegenwärtige Lage. Ihr Leben ist so wertvoll und da draußen sind sie nicht sicher. Leben, das hatte früher vielleicht mal einen Wert, aber heute? Wie viele Milliarden Menschen sind tot? Ob es jetzt ein oder zwei mehr davon gibt? Wenn wir einfach andere aufnehmen, reicht das Essen schließlich für uns nicht mehr. Soll das heißen, das Leben von Ed und den anderen Kindern sei nichts wert? Das habe ich nicht gesagt. Wir möchten sie ja auch nicht ihrem Schicksal überlassen. Aber sie wissen nicht, wie schwer uns das Überleben jetzt schon fällt. Wenn es hart auf hart kommt, könnt ihr euch mit euren Waffen etwas erbeuten. Das können wir nicht. Geht weiter, wir haben schon Probleme genug. Genau, gewinnt Land. Ihr stört hier nur unser Leben. Fort mit euch dreckigen Kriegern. Ich habe verstanden. Tut mir leid, Ed. Bis wir in eine andere Stadt kommen, musst du noch eine Weile bei uns bleiben. Kommandeur, für mich ist das kein Problem. Sprecher, wir werden angegriffen. Was? Wir wollten uns hier den Typen vertreiben und wen finden wir da? Unsere Freunde. Huha. Aus euch machen wir Kleinholz. Schon wieder die. Oh weh, sie sind es. O'Brien, bitte helfen Sie uns. Die Dörfer in der Nähe haben sich schon überfallen, jetzt sind wir dran. Plünder? Sie haben sogar Panzer, wir können uns nicht wehren, helfen Sie uns. In Ordnung, wir helfen euch, bringt euch in Sicherheit. Was wollt ihr dafür? Dazu ist jetzt keine Zeit, schnell. Kommandeur, bei diesem Kampf stehen uns 5 Einheiten zur Verfügung. Der Feind hat 9, wir müssen also taktisch klug vorgehen, sonst... Das stimmt, die Anzahl ist tatsächlich nicht entscheidend. Los geht's. Truppenliste. Die Truppenliste kann man im Menü unter Mission einsehen. Entwickle mit denen dir zur Verfügung stehenden Truppen eine gute Taktik. That makes a lot of sense. Jetzt habe ich schon wieder den Strategieraum vergessen, weil ich schon wieder so... Naja. Ja, wir können ja die erste Runde beenden. Ah, passt halt, ja. Der Gegner ist in den Bergen, so kann er leichter unsere Angriffe abwehren. Nutzt bei dem Kampf auch Wälder und Berge, vergoldet kein Leben.
Ja, natürlich. Why the heck not? Moment, Angriffsbereich und shit. Yeah, that should be good. Ja, sollte so gehen. Ich habe mir schon gedacht, dass du bald wieder hier aufkreuzt, Ed. Und du brauchst wohl wieder ein paar taktische Tipps? Ja, genau. Da will ich mal nicht so sein. Oben auf der Karte gibt es einen schmalen Weg zwischen den Bergen. Stelle an dessen Eingang Jagdpanzer und Artillerie zum Angriff auf, ohne dabei in die Schussweite der gegnerischen Artillerie zu geraten. Die Bazookas können die Berge für sich nutzen. Ja, die Bazookas können die Berge für sich nutzend dort gut angreifen. Verstanden. Wirklich? Ja, wirklich. Wenn du etwas noch nicht verstanden hast, komme ich wieder hierher. Bis zum nächsten Mal. Ja, whatever. Huah! Mit dem bisschen wollt ihr gegen uns antreten? Vorwärts, macht sie nieder! Es sind immer noch einige Gegner da. Wir müssen sie schon alle umhauen. Verstanden. Unser Ziel ist, den Gegner vollständig zu vernichten. Bedingungen für den Sieg. Bedingungen für den Sieg sind meist Vernichtung des Gegners oder Einnahme seines Hakus. Genaueres findest du im Menü unter Mission Siegbedingungen. So, wollen wir mal. Let's see here. Ja, sollte so gehen. Nein, doch. So, wollen wir mal. Jetzt müssen wir jetzt nur hier ein bisschen abpassen. Ja, sollte so gehen. Ja, passt so. Habe ich gerade beschlossen. Ja, so ist brav. Reite ich mal schön da auf. Lags sind uncool. Rums. Nein, doch. Aufpassen wegen der Artillerie. Was mag ich jetzt? Ja, müsste so gehen. Aber was soll's? Die Artillerie hat eh nur noch 3 HP. Was soll er? Was soll dann der Geiz? Ums. Die Bazooka-Einheit hat einiges abbekommen. Von den Bazookas gibt es noch eine Einheit. Du kannst die beiden vereinigen, weil sie vom gleichen Typ sind. Wenn es die Situation verlangt, vereinige zwei Einheiten miteinander. Vereinigung. Beschädigte Einheiten, ich hab's nicht gesehen. Ich hab es nicht lesen können. Das ist Bullshit. Alright, where do I begin? Wie wär's denn hiermit? Ich muss schon sagen, die KI ist schon, zumindest in diesem frühen Stadium, schon etwas arg dämlich. Aber naja. Ja, mit seinem haben wir dann doch die Übermacht. Ein bisschen. Das Ding haben wir im Sack. Hey, was soll denn das? Steht nicht dumm rum. Stimmt vorher, jetzt erledigen wir den Rest auch noch. Oh yeah, das werden wir. Ich denke, der Panzerangriff sollte ausreichen.
das darf doch nicht wahr sein. So wird das nichts mehr. Zieht euch zum Versteck zurück. Alle Einheiten sammeln. Zack. Ah, das ging doch. So kämpft eine unabhängige Truppe. Das tut sie wohl. Uns wird feindlicher Angriff gemeldet. Seltsam, man sieht überhaupt keine Gegner. O'Brien, wegen vorhin. Ich habe nochmal über die Zivilisten nachgedacht. Wirklich? Ja. Ich hätte allerdings eine Bedingung zu stellen. Was für eine Bedingung? Wie Sie sehen, ist das Dorf ständig Gefahren ausgesetzt. Vielleicht kommen die morgen wieder. Selbst wenn wir sie jetzt aufnehmen, könnten sie nie beruhigt schlafen. Das ist doch auch nicht das Wahre. Ich weiß, wo die ihr Versteck haben. Es ist eine lauretanische Nachschubbasis. Wir können selbst aber nicht kämpfen, deshalb dachte ich, in Ordnung, wir kämpfen für euch und im Gegenzug. Richtig, wenn sie das übernehmen, dann überlege ich mir das mit den Zivilisten nochmal. Na, das klingt doch nach einem Deal, würde ich sagen. Und ja, dann mache ich hier mal einen obligatorischen Cut. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein.